kann sie mit ihrer Afrikola oder was das da war. Man kann sich anziehen. Ich meine, man kann sich ausziehen. Man kann sich ja umziehen. Non-Körper? Also ich weiß so, dass dieses Glock irgendwas Dingens anfangs Dingens mal wieder scheiße laut ist. Ja, ja, das ist okay. Das kannst du ja gleich leiser machen. Das ist nicht so schlimm. Das kriegst du hin. Das krieg ich hin, sagst du. Kannst na, dir, wenn du das so Klamotten sagst. Kaufen. Was ist das jetzt? Ich kann mir Haare machen? Oh, Haare machen. Ja, Friseur gehen. Ich glaube, ich möchte einfach nackt durch die... Also ganz ehrlich, wenn ich nackt durch das Spiel renne, dann haben die Geister doch komplett Angst einfach. Dann sind die halt sowieso schon raus, oder nicht? Das sind meine Haare? Ja, aber sowas von... Einmal Quebekopf, einmal kurz Army und dann einmal kurz Vorstellungsgespräch? Was zum Teufel? Das alles? Ich sehe schon, wir könnten Brüder sein. Das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich nicht kommen sehen. Wo bist du denn gewesen, Alter? Bist du im falschen Keller abgebogen oder was? Was hast du denn gemacht? Hä, was ist das denn? Wo hast du diese Maske her? Aber schön, dass du auch ganz entspannt die Schlappen angezogen hast. Ich habe gerade gesagt, bei der Erstellung habe ich gesagt, ich möchte gerne einen Charakter erstellen, der gerade frisch aufgestanden ist, die Zeitung holt, aber es ganz eilig hat und gerade zum Job muss und mittendrin kommt der Geist reingesprungen. Und aber dann kommst du um die Ecke mit deinem... Junge, wo hast du gesoffen letzte Nacht? Was zum Teufel? Ich war auf der Clownsschulenausbildung in Japan, aber die haben da das ein bisschen anders gemacht. Was haben die denn anders gemacht? Ja, die haben halt nicht so Schminke ins Gesicht, sondern Maske drauf. Vor allem diese Maske sieht einfach mega traurig aus. Du hast einfach gar keinen Bock auf Clown sein, so. Ja, hallo. Ich hab eine Banane, ich bin da gestern drauf ausgerutscht, das tat richtig weh. Soll ich euch mal einen Witz erzählen? Ist das jetzt schon unser Safe-House, Leute, oder ist das einfach unsere Lobby? Das scheint wohl unser Safe-House zu sein, ne? Denke ich mal. Ich glaube schon. Ah, guck mal hier. Ready, Leave. Wir haben ein EMF. ESG, was denn ESG? Wo siehst du das? Elektronisches Sicherheitsgerät. Ah, hier, das ist die Werkzeugliste, die wir dabei haben. Ich würde auch erstmal vorschlagen, wenn wir gleich in der ersten Runde reingehen, dann machen wir erstmal einfach, oder? Also wir wissen ja nicht, was passiert. Auf jeden Fall. Gibt's hier irgendwo eine Erklärung oder irgendwie sowas? Oh, da. Oh! Drück mal J. Weißt du, alles so irgendwie ganz alt und dann machst du J, holst einfach iPad raus. Herzlich willkommen zur Einführung. Warte mal, können wir das irgendwie zusammen durchgehen? Wollen wir das mal vorlesen? Der gute Iblitz. Warte, wir haben einen Guide. Ja gut, Sanity, Beweise sammeln. Okay, sollen wir mal ganz kurz einmal durchgehen? Ja klar. Ganz cool. Okay, Einführung. Ich lese einfach mal vor, ja? Geister sind rastlose Geister, die aus tragischen, traumatischen oder rachsüchtigen Ereignissen geboren wurden. Ach so. Wir wissen nicht, wie lange sie es schon gibt, aber wir sind sicher, dass sie unter uns wandeln. Es wurde gesagt, dass die Orte für sehr lange Zeiträume heimsuchen und dafür bekannt sind, mit den Gedanken der Lebenden zu spielen. Einige dieser Wesen wollen einfach weitergehen, während einige von ihnen weitaus heimtückischer und bösartiger sind. Wir haben die Aufgabe, uns mit Letzterem zu befassen. Als metaphysische Intelligenz besteht unsere Hauptaufgabe darin, die Beweise zu lokalisieren, die diese Geister hinterlassen und sie zusammenzustellen und sie erfolgreich auszutreiben. Dies ist jedoch keine leichte Aufgabe, es ist sehr gefährlich, also müssen sie vorsichtig sein. Es gibt viele Arten von Geistern, die wir bisher ohne zu wissen, mit was für einem... die wir bisher kennengelernt haben, einfach Zeit übersprungen, perfekt. Und alle haben ihre eigenen einzigartigen Eigenschaften, ohne zu wissen, mit was sie bei einem Geist hier zu tun haben. Sind ihre Überlebenschancen extrem gering? Dieser Leitfaden enthält die Informationen, die wir bisher gesammelt haben. Bitte bedenken Sie, dass Sie keine freundlichen Wesen sind. Wir möchten nicht, dass Sie zu einem weiteren Opfer werden. Steigen Sie in ins Auto und fahren Sie los, sobald Sie fertig sind. Also eigentlich ist es einfach Phasmo, ne, Prinzip. Ja, so. Na ja. Es gibt Beweise, einmal EMF, Stufe 5. Ja gut, das brauchen wir nicht durchlesen, das kennen wir alles. Mit Objekten interagieren. Dann haben wir Geisterkiste. Was ist eine Geisterkiste? Manche Leute halten einfach nie die Klappe, selbst wenn sie sterben. Zum Glück haben wir ein Tool, das ihnen und uns hilft, wenn sie das proprietäre Spirit-Radio von Metaphysical Intelligences verwenden und einem besonders gesprächigen Geist eine Frage stellen, sollte er ihnen über dieses Gerät antworten. Okay, das ist also die Ghostbox. Okay, also Funk gibt es nicht. Das heißt, wir können uns, wenn wir auseinander sind, können wir uns nicht hören. Logischerweise, ne?
Dann sollen wir vielleicht erstmal zusammenbleiben. So. Okay, ich starte. Komm. Ja. Okay, let's go. Bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Dass sie, also bisher sieht das super aus. Bisher ist alles perfekt. Das ist wohl unser Zelt. Also wenn ich jemals so ein fettes Zelt gehabt hätte. Junge, wir haben eine Werkbank hier? Was zum Teufel? Scheiß mal auf Trucks. Ja, wir haben, guck mal, hier links auch. Haben wir Überwachungskameras? Wir haben Überwachungskameras. Geil. Kameraquelle ändern. Können wir Kameras aufstellen? Bestimmt, ne? Was ist das? Oh, guck mal, das sieht auch cool aus. Das ist unsere Sanity, glaube ich, ja, ne? Ja, das ist die Sanity, nice. Richtig geil. Was ist das? Metaphysische Intelligenz-Vorbericht. Okay, erkennen Sie die Art des Geistes. Benutze deine Werkzeuge, um den Geistertyp zu erkennen und öffne dein Tablet. Mit J, um den Geistertyp auszuwählen. Optionale Ziele werden freigeschaltet, wenn jeder in deinem Team den Geist gewählt hat. Okay, das heißt, sobald wir... Hä, wo ist der hin? Achso, sobald wir den Geist gefunden haben, können wir auch erst die optionalen Ziele machen. Das ist geil. Ah, okay. Selbst wenn jemand neben ihm steht, wird es reagieren. Achso, das heißt, der reagiert auf uns zusammen. Das ist schon mal ganz gut. Was denn? Guck mal, hier ist auch nochmal so eine Kamera. Ist die vielleicht irgendwie so statisch von drinne? Also ich kann die nicht ändern. Yo, Alter. Was denn jetzt? Hast du es gehört? War das bei dir auch gerade so ein richtig tiefes Brummen? Ja, ja. Ja, genau. Okay, hier ist unsere Ausrüstung. Was ist das denn? Was? Scheiße, haben wir denn? Wir haben nur eine Taschenlampe? Was ist das für... Wir müssen das zusammen machen. Ja. Ne? Ich nehme das EMF mit, ne? Okay. Dann nehme ich die Taschenlampe, ja? Was ist das? Ja, ich habe Krabbli mit. Krabbli und seine Uhren sind auf jeden Fall am Start. Okay, man switcht einfach die ganze... Was ist das? Ich habe irgendwie so einen brennenden Kopfpass. Ich weiß nicht, was ich damit mache. Ich kann da durchgucken. Irgendwie. Ja, damit zeigt er die Richtung des Geistes an oder so. Ich weiß es nicht. Okay, man kann drei Sachen... Wir können drei Sachen aufheben, tatsächlich. Warte, ich mach mal Push-to-Talk weg. Ich werde sowieso im Chat. Wir werden jetzt einfach diese Runde mal komplett tryhard machen. Warte mal. Wo ist das? Also ich habe eine UV-Lampe mit und ich habe mein EMF mit. Aber ich lass Push-to-Talk. Ich finde das so angenehmer. Lass halt Push-to-Talk. Aber ich brauche deine volle Aufmerksamkeit, ne? Denk dran, das ist wichtig. Ja, ja, alles gut. Auch wenn es nur auf einfach ist. Können wir irgendwo nachlesen? Ja, das, was Letzi sagt, weiß ich nicht. Also, ich kann das nicht mehr sehen gerade. Also, mit G kannst du Sachen auch fallen lassen. Das ist schon mal gut zu wissen. Können wir irgendwo hier nachlesen, Leute? Was? Der Geist reagiert übrigens in dem Spiel auf alles, was ihr sagt. Okay, alles klar. Aber ich würde gerne wissen, was wir für eine Ausrüstung hier gerade in der Hand haben. Also ich habe auf jeden Fall das UV-Licht und das EMF. Das hier müsste das ESG sein, glaube ich, oder? Was ist das? Oder war das mit dem chinesischen Stein-Geheimglasgerät? Ey, ich habe keine Ahnung, Mann. Ja, da könnten sie noch bei der Einführung oder bei den Sachen vielleicht noch so ein bisschen. Was mache ich denn hier? Hallo, Test. Ah, hier ist die Geisterbox, glaube ich, die ich gerade in der Hand habe. Ich glaube, das ist das Geisterding. Das ist die Geisterbox, die ich habe. Was ist dieser Kompass? Da kann ich irgendwas mit sehen. Da kann ich so durch eine Lupe durchgucken. Ich weiß aber nicht, was das bringt. Was mir das zeigt. Ist das das, was diese komischen. Ektoplasma. Okay, damit kann ich Ektoplasma kontrollieren. Mit diesem Kompass. Dann, also ich habe eine Taschenlampe, Geisterbox, Ektoplasma. Plasma habe ich dabei. Das Ektoplasma. Ektoplasma, habe ich gesagt. Oh, ich sehe dich. Ja, ich weiß. Hallo. Okay. Wo ist die Kamera? Gut, dann mal. Warte mal, ich muss den Sound ein bisschen lauter machen. Ein bisschen leise. Ist ja schon. Knochen, sind wir hier zu Halloween angekommen oder was? Ist ja das schon. Es ist ja schon laut. Ey, es ist ja schon volle Pulle, was zum Teufel. Okay, wo müssen wir hin? Hier hängen Knochen an der Leine, ne? Ja, ich weiß. Was ist das denn? Achso, damit sind wir wahrscheinlich gekommen, dann haben wir alles aufgebaut. Ja, ich glaube, das ist ja, genau. Ach du Scheiße, Mann. Junge, das ist aber ein bisschen sehr creepy. Ohne Witz, das könnte auch das Anwesen von Resident Evil 7 sein. Guck mal hier, da hat jemand seinen Hack vergessen.
ist nicht gut. Ich mag das. Oh. Hat jemand gerade Psst gemacht? Hast du es gehört? Nee. Ich glaube, wir sollten ruhig sein. Warte mal, warte mal, warte mal. Bevor wir jetzt da reingehen, was hast du? Du hast EMF, ne? Ich werde mal mit dem... EMF und UV, EMF und UV, ja. Okay, dann werde ich mal, ich werde mit dem Ektoplasma erstmal gucken. Aber vielleicht ohne reden, ich weiß nicht. Aber mit dem Auto können wir die Map verlassen. Okay, gut zu wissen. Okay, let's go, dann Abfahrt. Was ist das? Nehmen wir Stromgenerator. Generator, ja. Wo wollen wir denn lang? Wollen wir geradeaus? Ja, ich muss dir so oder so folgen. Du hast die Lampe. Hi. Wie, Alter. Die Idee. Ich weiß halt gar nicht, wonach wir suchen sollen. Ich habe auch keine Ahnung. Also wenn wir, vielleicht müssen wir das Zimmer finden. Da ist ein Schlafzimmer mit diesen ganzen Kruzifixen drin. Vielleicht müssen wir da hin. Oh. Ja. Hast du es gehört? Die Flaschen. Richtig. Wir haben EMF 2. Kommen wir nicht hoch. EMF 5. Was? Hier? Okay, raus, warte mal, dann erstmal raus. Raus. EMF 5 ist ein Beweis, oder nicht? Wo laufe ich hin? Hier geht's gar nicht nach draußen. Ah! Alter, wie geil ist das denn, Junge? Ey, ich sagte jetzt schon mal. Ist der gerade über den Boden gehuscht? Nein! Nee, weiß ich. Hast du. Ich habe nur den Sessel gesehen, wie der einfach ins Badezimmer gezogen wurde. Das war der Sessel, ja, das kann sein. Okay, wir heißen fest. Dass ich auf irgendwas da lang. EMF 5 bist du sicher, ja? Ja, hundertprozentig. Da stand eine dicke 5. Okay. Dann machen wir EMF 5 rein. Bam. Geil. Da sind noch einige. Fingerabdruck, Staffelei, Leinwand. Also bei mir war EMF 5 tatsächlich auch schon in dem Dingens durchgestrichen. Hey, echt? Achso, weil du das wahrscheinlich entdeckt hast, ne? Denke ich mal. Ja, weil ich das, genau. Mein Gott. Aber warum war das denn durchgestrichen? Oh, die Staffelei haben wir hier auch. Die dürfen wir nicht vergessen. Da können wir auch mitzeigen. Kannst du die noch mitnehmen? Oh. Ja, kann ich. Okay, pass auf. Ich kann das EMF ja auch theoretisch jetzt weglassen. Ja, das brauchst du nicht mehr. Stimmt. Was ist denn das dann hier? Was ist das hier? Dieses Ding. Das ist UV, das Fingerabdruck. Das sieht aus wie so ein Nachtwächer. Kannst du das nicht mehr mitnehmen? Oh, wie geil, die Batterien, doch, die Batterien, die hier in dem UV-Dingen drin sind, sind von Wizard Cell. Boah, aber wie geil die Ereignisse im Haus. Mega nice. Da ist ja, also einmal diese Flasche, dann dieser Sessel, der einfach sich komplett move, das sah richtig geil aus. Vor allem, dass wir das auch synchron hatten. Also das ist schon sehr stark gerade. Okay, pass auf. Kannst du dich daran erinnern? Wir gehen rein. Aber und dann rechts ist ein Aufgang, glaube ich, da mit diesem Tuch, weißt du? Ja, genau. Da gehen wir einfach hoch, okay? Wir sind ruhig. Wir suchen ein Schlafzimmer. Wir suchen ein Schlafzimmer mit so Kruzifixen an der Decke. Da kommen wir nicht durch, wir müssen den anderen Aufgang nehmen. Okay, dann. Psst. Das ist cool. Ist gerade was. Die Flasche hat sich bewegt. Ja.
Wir haben den Geist gefunden. Okay, warte mal. Teufel. Oh, ii, Alter. Eine Werkstatt. Seine Omi aber auch nicht, ne? Ich weiß halt nicht, ob wir einfach Licht anmachen können und so. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Kann ich dir auch nicht sagen. Ja. Ich glaube, wir nähern uns. Guck mal das Bild an. Ja, wo ist denn der Ball? Schick doch den Ball her! Ach du Scheiße. Magna. Kein Plasma. Noch die Geisterbox. Sollen wir mal mit der checken? Okay, vielleicht doch nicht die Geisterbox. Hallo? What's your name? Wo bist du? Ich habe keine Ahnung, welche Fragen man stellen kann. Ich habe keine Ahnung, vielleicht möchte ich ihn malen. Hier durch? Victoria steht hier drauf. Irgendwas muss mit dem Kleid. Der Sound kam vom Kleid, oder? Hör dich nicht mehr, falls du mit mir sprichst. Oh nein, ich höre dich nicht mehr. Okay, wir können also auch in Deutsch fragen, ja? Okay, wir können auch in Deutsch fragen. Hä? Wie ist dein Name? Test, Test. Ja, ich höre dich wieder. Ich höre dich. Okay, okay. Ich muss es noch kurz für den Stream ändern und dann... Super. Das ist cool gemacht. Aber... Ich glaube, das Haus ist vielleicht in einem anderen Schwierigkeitsgrad ist bestimmt ein bisschen größer, oder? Sag einfach, wenn du ready bist. Halt dein Maul, Daniel! Ohne Witz, was laberst du? Falls da irgendwo mal Namen stehen, ist es ganz nice, die laut auszusprechen. Victoria! Okay, das war ein Spaß! Wieso wusstest du... What the... Da stand das drauf! Okay, wenn du Namen irgendwo liest, nicht einfach laut sagen. Das ist keine gute Idee. Victoria, wo bist du? Okay. Sagt mir, ist keine gute Idee, direkt Name-Dropping machen. Nee, das ich wollte es nur testen. Ich dachte, es wäre ein Prank vom Chat. Das war dann mein Problem. Wo bist du? Aber das linke Bild, Anne. Wie heißt du? Guck mal,
Kann es sein, dass die Hedwig das Bild beobachtet hat? Guck mal, da sind so die Augen ausgeschnitten. Warte. Das hier geht 100%. Wow! Oh mein! Ich glaube, wir werden irgendwo hingeleitet. Ja, das stimmt. Hallo. Dream. Ich hoffe, es ist nur ein Traum, Alter. Ich hab keinen Bock. Oh, das geht auf. Keine falsche Bewegung. Koffer. Oh. Da steht irgendwas. Was ist das? Da Born ist down, auf dem oder Baum so. Oder sowas. Hier mal draufgelegt. Hast du das angemacht? Nein. Okay. My name is Victoria! Wie heißt die? Ich weiß es nicht. Mach die Tür auf! Hier steht Carl down. Victoria! Simone? Oh! Ja! Anger! Das stand auf ihrem Bild drauf. Das war das gleiche Bild, das stand Anger drüber. Ja, genau. Das war ja vorhin auch schon. Also müssen wir wirklich mit den Sachen mehr so interagieren, oder was? Ja, anscheinend. Oh, mal das Bild. Oh, das Bild! Guck mal, das ist zwar bekannt, das Ding, aber... Lol. Bewegen sich. Ich weiß halt null, wie Ektoplasma aussieht, ne? Fleckig? Wo bist du? Zeig dich! Aber guck mal, hier ist auch Anger, also Wut. Kann man das hier auch aufmachen, hier, die Seite vielleicht? Ich glaube, es sind eher so als kleine Rätsel irgendwie, weil irgendwas will uns hier gesagt werden oder muss uns gesagt werden oder wird uns gesagt oder was auch immer. Das Kleid ist mir nicht so koscher, Alter, ich sag's dir. Anger! Ich glaube, das war nur einmal möglich, das geht jetzt nicht mehr. Auf dem einen Ding stand, naja, der Name, den ich vorhin gerufen habe. Ja, ich verstehe schon. Aber die Frage ist, wo soll ich denn hier irgendwo mal irgendwie so eine Staffelei oder so hinstellen? Keine Ahnung. Weiß auch nicht, ob wir den Geisterraum finden müssen, irgendwie was, keine Ahnung. Wo bist du? Wie heißt du? Als wir vorhin bei dem Kleid hier standen, wurde gelacht. Ja, genau. Victoria! Okay, das zählt nicht mehr. Geht nicht mehr. Warte, dein Secret. Komm mal mit. Guck mal, hier steht auch was drauf. Auch was, ne? Magna. Ich weiß halt nicht, ob es eine gute Idee ist, die ganze Zeit die Namen einfach vorzulesen. Ja, weiß ich auch nicht. Mein Gott, das ist ja riesig. Das ist aber eine schöne Bücherei hier. Warte, ich check mal kurz nach Ektoplasma, aber ich weiß halt nicht, wo ich hingucken muss. Ey, guck mal, Dumbledore und Dumbledores Armee da oben rechts. Ey, guck mal da auf dem Bild, was da steht bei dem Leuchtturm. Sag das mal, was da steht. Show me, zeig's mir. Das hält bei uns übrigens in der Lobby aber auch, ne? Ich weiß. Show me. Aber guck mal, hier sind... Ach, guck mal, hier ist hundertprozentig was unter dem Teppich, weil, guck mal, hier sind die Kerzen angeordnet. Stimmt, du hast recht. Drumherum auf dem Boden. Aber wir haben kein Feuerzeug, oder? Ist nichts etwas, was wir gerade... Was dahinter? Dahinter ist nichts, soweit ich erkennen kann. Magna! Du hast Manga falsch geschrieben. Ich glaube, wir sind auf der falschen Fährte. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir weiter. Keine Ahnung, Mann. Wir wissen ja nicht mal, eigentlich suchen wir den Geist. Aber ich glaube eher, der Geist sucht uns.
Oder hat er uns schon gefunden? Ich habe keine Ahnung. Oder er spielt einfach mit uns. Oder viel eher sie. Meinst du, es hat sich sonst was im Haus geändert, dass wir vielleicht jetzt irgendwo hoch können oder so? Weiß nicht, lass einfach mal gucken. Hier sind wieder diese Bilder. Hier können wir nicht rein. Hier waren wir schon, ne? Ja. Anger. Genau, hier hab ich das zum ersten Mal gesehen, genau. Okay, ich glaube, das war einfach nur der Hinweis. Oh, oh mein Gott, Drecksau. Jo. Warte mal, da, guck mal, da oben geht's hoch. Diese Scheibe. Was ist denn jetzt? Moin. Okay. Kein Ektoplasma hier, glaube ich. Weiß nicht. Oder ich erkenne es halt nicht. Ich sehe auch keine Fingerabdrücke oder so. Wo bist du? Ich weiß auch nicht, was ich... ist das ein Wiederbelebungs-EKG-Dingens? EMP, was auch immer? Ich weiß nicht. Ich glaube, diese Fernseher, die wir finden können, immer sind Hinweise, wo wir weiter suchen müssen, oder? Wir hatten ja diesen einen Raum mit den Kruzifixen. Das kann sein, ja. Dann müssen wir hier ins Wohnzimmer zurück, ne? Chat sagt, wir hatten doch vorhin den Raum mit EMF5, eventuell da weitersuchen. Wo war das? Das war hier, das war hier. Das war auch kein Raum, das war hier der Flur. Okay, warte. Waren wir hier schon drinne? Nein, da waren Keller, wir noch nicht drin. Den Abgrund führt? Wahrscheinlich waren wir da nicht drin. Nein. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir da reingegangen sind. Wo bist du? Ah! Oh, oh! Was war das? Ja, Junge, wir waren auch eine halbe Stunde einfach da drin, ne? Die Sanity, wir sind halt komplett lost. Du bist halt so in den Bann gezogen dadurch. Oh mein Gott! Hätte ich das irgendwie verhindern können? Ich war einfach Stranger Things. Was zum Fick, bitte? Was ist denn hier passiert? Alter, ich lieb's. Ey, sorry. Oh mein Gott, ich lieb's jetzt schon. Ihr hattet so recht, ne? Dass man einfach in einer Art gescripteten Haus ist, das ist so smart. Fuck. Das ist so smart. Ich soll jetzt alleine in den Keller. Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, kann man, also bei Phasmo war es ja immer das Ding, man konnte es öfter spielen, weil es war immer was anderes. Soll ich aufstellen? Okay, aber wenn es halt diese vorgefertigten Häuser sind, ist das dann immer das Gleiche? Es ist jedes Mal anders! Was?! Ja, no way! Hör auf! Das kann doch nicht sein. Der Geist ist immer woanders. Oh mein Gott! Ich liebe alles, Junge! Das ist ja so gut! Oh mein Gott, ich liebe es. Ich liebe das. Heilige Scheiße. Ja, Thijs van der Kaas hat den Käse nicht mehr gerubbelt oder gefunden. Gott. Mein Gott. Der liegt jetzt wieder einfach so eine Schnapsleiche. Licht an, Alter. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Das sieht ungesund aus. Hast du mich mal gesehen? Das sah bei mir ungesund aus, Junge. Ja, absolut. Nee, bei Phasmo ist es halt, was du draus machst.
Deswegen ist es ja auch immer für uns so wichtig gewesen, dass wir fast mal ernst spielen, weil sonst ist die Atmosphäre komplett kaputt, da kannst du es halt komplett vergessen. Aber hier geht's gar nicht anders. Du wirst, dadurch, dass es einem aufgezwängt wird, kannst du halt gar nicht anders aus, außer das ernst nehmen. Und das ist halt das Geile. Was das für ein Scheiß? Ich bin... Naja, du musst nach wie vor Beweise finden. Aber Chat, ganz kurz zur Klarifizierung. Es geht immer darum, auch den Geist zu lokalisieren, oder? Den Geist darauf. Ich will das nicht. Was ist denn? Ist die Tür zugegangen? Hat er die zugegangen? Bist du hier? Das Ziel 1, okay. Hallo? Was hast du jetzt denn von deiner Scheißmaske, Junge? Das hast du davon? Den haben wir gefunden mit EMF5, stimmt eigentlich. Da hätten wir nach Beweisen. Du kannst gerne mit mir reden. Da müssen wir nach Beweisen suchen, ja klar. Aber dadurch, dass du halt diese Route die ganze Zeit hast, denkst du da gar nicht mehr dran. Da muss ich weiß nicht, wie das Gerät hier funktioniert. Ich glaube, wenn du gleich nicht rausgehst, dann bist du auch tot. Ich bin doch sowas von am Arsch, Alter. Ey, wenn das VR bekommt, ne? Weiß man da was von? Dass es safe ja oder safe nicht passiert oder vielleicht oder so? Boah, das wäre so geil. Oh mein Gott, das in VR spielen. Da wehnt's Angst in der Stimme, ja? Ich meine, wenn ich das so sehe, dann kriege ich auch Angst. In deinem Kopf. Soll VR bekommen, ja? Aber erst, wenn das Spiel komplett fertig ist. Ja, finde ich okay. Das wirkt, also wenn die dann, wenn das Spiel durch ist und dann ballern die nochmal VR nach, dann hat das nochmal einen komplett neuen Reiz. Victoria? Wut? Hallo? Victoria Wut, bist du hier? Ich kann aber als Toter. Victoria? Ich kann als Toter jetzt nichts machen, ne? Boah, das antworten ist Sie mir. Warum hat das noch keiner gespielt? Also, oder auch nicht, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Null, ey, das wird, also nach Phasmo wird das nächste Big Game, ohne Spaß. Wenn das rauskommt und das präsentiert sich genau so, den Kevin gehabt? Auf Twitch wird das sowas von abballern. Ohne Witz, das werden, die Leute werden ausrasten. Die Leute werden ausrasten, weil das ist ja on point bisher. Muss man halt nur abwarten, wie die Langzeitmotivation ist. Das ist halt das Wichtige, ne? Weiß man nämlich immer Himmel. Nicht. Was ist denn das hier unten auf dem Boden? Steh in der Mitte, Victoria, hier, los, sag was. Hallo. Boah, das gefällt mir voll. Boah, wisst ihr, was das Beste ist? Die haben sich den Prinzip... Hier musst du suchen. Hier. Und da hinten flackert das Licht. Da hinten flackert das Licht. Oh, Navain. Ich glaube, ich weiß ja nicht, aber es könnte sein, dass da vielleicht irgendjemand rennt und dich tötet. Bald haben sie nichts. Was war das denn? Hat er das nicht gesehen? Alter, oh mein Gott! What the fuck, Mann! What the fuck? Also wenn das Licht so flackert, dann ist wie bei Phasmo Anfangszeiten keine gute Idee. Das ist, ja. Aber ich habe gerade schon gesagt, man verliert halt so, mit EMF5 hatten wir eigentlich schon unseren Hinweis, wo wir die Suche intensivieren müssen, da wo wir gerade standen, ne, vor der Kellertür. So, da, also da, wo du jetzt gerade zum Schluss warst. Aber dadurch, dass man halt so gefühlt geleitet wird durch dieses Haus, vergisst man das komplett, weißt du? Man hat die ganze Zeit das Gefühl, man hat eine Route irgendwie, aber es ist ja trotzdem nach wie vor dieses Phasmo-Prinzip, dass du halt da dann mit deinem Equipment dann in diesem Punkt oder in diesem Raum dann weitermachen musst. Ja. Nur dabei. Nein, es ging um die Anzahl, Leute. Nicht um die Person. Meine Fresse. Okay, denk dran, es ist jetzt alles wieder anders, ne? Anderer Geist, alles anders. Ja. Taschenlampe. Ich würde sagen, wir nehmen einfach genau das gleiche mit, was wir beide gerade dabei hatten, oder?
Ja, und wir müssen halt definitiv auch nicht vergessen, dass unsere Sanity halt runtergeht. Das haben wir komplett verkackt gerade. Ja, ist richtig. Okay, weniger reden. Wenn, dann flüstern, obwohl das keinen Unterschied macht, aber fürs Feeling ist geil. Ich habe drei Sachen. Du kannst übrigens, du musst die Taschenlampe nicht ausgewählt haben, ne? Ja, genau, das weiß ich. Das ist ganz gut. Weißt du, wie viele Spiele das hat? Also, wie viele in so einer Lobby reinpassen? Warte, wie viele Leute passen da rein? Weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich vier, oder? Also, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass du mit 10 Leuten hier, mit 10 Leuten durch das Haus rennst. Bis zu vier. Okay. Jeder rennt so in einen. Okay. Okay, let's go. Wir wissen nichts, ja? Wir wissen gar nichts. Wir wissen gar nichts. Also wissen wir ja wirklich nicht. Also Ziel ist es jetzt erstmal, den Geist herzufinden. Den Geist Mittelpunkt. Wollen wir erstmal gucken, weil du hattest ja vorhin geguckt gehabt, dass er auf beide reagiert. Ach so, ja, stimmt. Das ist ein Punkt. Wo auch immer du das gesehen hast, hier, ne? Selbst wenn jemand neben ihnen steht, wird er es reagieren. Guck mal, dann muss man nicht alleine sein. Das okay. Ist Jawollo. Noch kein VR. Nee, also VR soll wohl auf jeden Fall kommen, aber erst wenn das Spiel fertig ist. Das kann halt dauern, ne? Aber ist mir auch recht. Ohne Witz. Ist mir absolut recht. Okay, Showtime. Ja, let's go. Hörst du das? Ah! Wow! Ich wach nächstes Mal wieder mit Herzschlagmonitor. Oh, fuck. Alter, Junge, ich piss mir die Hose. Was ist das denn, Alter? Okay. Ich hab hier kein Plasma. Nichts. Ja, ich hab auch nichts mehr. Vielleicht sollten wir uns nach diesen Ereignissen richten. Vielleicht dann hier erstmal eben kurz fragen oder so. Keine Ahnung, ob das... Ja. Wer bist du? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Nichts. Vielleicht erstmal wieder zum Schlafzimmer? Schlafzimmer? Ich weiß es nicht. Es gibt aber auf jeden Fall noch eine zweite Etage. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Ey, wir müssen auf jeden Fall eine gewisse Zeit. Lass uns mal die Zeit nutzen und dann gleich wieder raus und dann Sanity checken. Füllt sich die wieder auf, Leute? Ach, obere Etage erst in der Vollversion. Obere Etage erst in der Vollversion. Okay. Ah, okay. Sein, dass es der Sessel war, der sich bewegt hat hier? Ja, der ist ins Badezimmer geflogen. Okay. Okay, war das Ruffy von Harry Potter oder? Ja, das war der drei. Hä, meinst du Fluffy? Was für Ruffy? Ja, es ist hier ein bisschen gerade komisch, ja? Sorry. Meine Synapsen drehen durch. Ruffy, der dreiköpfige Pirat. Warte mal, was? Das ist ein... Warte, do you want to play irgendwas? Do you want to play irgendwas with me? Aber was? Catch. Search. Hide and seek? Ja, wahrscheinlich, ne? Also, wir müssen diesen Ball oder können diesen Ball finden. Ball? Oh shit, LOL. Das war richtig. Oh nee, das war richtig. Das war jetzt... Toll, danke. Alter. So cool. Oh, back in business. Krabbeli hat noch keine Aktivität, gar nichts. Okay. Wir könnten nochmal den Namen sagen, ne? Ich glaube, dann machen wir uns da den Weg mit frei. Soll ich hier dieses Manifestierungs- Warte, lass mich erstmal die Crossbox nochmal. Oh!
raus, 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 leck mich. Aber ich hab kein, Ja, aber unsere Sanity, Junge! Ja, 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 ja. Meine Real-Life-Sanity ist gleich am Arsch, Mann. Gott, war die hübsch. Ey, was da falsch. Überleg mal, wir sind gerade nur in der ersten Phase. Was passiert denn, wenn wir einen Exorzismus machen müssen? WTF, Alter? Was ist das? Alter. Sanity geht aber noch. Ihr macht euch das Leben nicht einfacher, wenn ihr random Sachen vorlest. Wir haben doch gar nichts vorgelesen. Also, ach, egal. Oh, Alter, erstmal Luft holen. Oh, 85%. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber anscheinend ist es okay. Hilfe. Okay. Ja, meine ist niedriger als deine. Das würde ich unterschreiben. Das war die Frau Nachbarin, ja. Okay, neuer Versuch. Sekunde. Ich glaube, wir müssen echt planen, Alter. Ich weiß es nicht. Wo sollen wir hin? Wir können bisher nur ins Schlafzimmer. Da, also, da können wir quasi das, den Weg frei machen, aber ob uns das weiterbringt, das wissen wir halt auch nicht. Ja, wir können, also wie gesagt, ich kann hier dieses Manifestierungsding hinstellen. Ja, aber was bringt denn das? Nicht, dass sie damit irgendwie... Ja, weiß ich doch auch nicht. Ich meine, das bringt ja wahrscheinlich eher was, wenn wir das in den Raum stellen, wo der Geist ist, oder nicht? Ja, wie stellen wir das fest, ist halt die Frage. I don't know. Aber vielleicht sollten wir uns auch so ein bisschen davon lösen, dass es diesen Geisterraum per se gibt, nur weil das bei Fasmus ist, weißt du? Gibt es doch. Wurden wir doch gesagt. Es gibt immer einen Punkt, wo das dann stattfindet. Du musst ja dann auch einen Exorzismus stattfinden lassen. Ja, gut. Oder habe ich das falsch verstanden? Ist doch so, Chat, oder? Kann ich dir nur glauben, logischerweise. Ja, warte, ich frag nochmal nach. Gab's davon mal eine Demo? Das ist eine Demo. Wir müssen doch hier den Ort finden, wo... Also, ich meine, wie sollen wir denn sonst? Oder müssen wir einfach durch das... Ja, ist so, es gibt immer einen Raum... Okay, es gibt immer einen Raum, wo der Geist ist. Okay. Ah, okay. Ich muss einfach die ganze Zeit mit dem Ding hier rumlaufen. Alles klar! Oh, nee. Wir lassen uns davon nicht unterkriegen, alles cool. So, Krabbli bleibt bislang ruhig. Oh, ne, drei. Geh weiter, warte mal. Drei in die Richtung. Hier liegen Bilder. Bilder runtergefallen. Wo bist du? Hier ist 3. Warte, ich hol mal die Ghostbox. Ja, ich stell mal das Ding auf. Wie heißt du? Licht ist ausgegangen. 3 bei der Tür. Ich hab was auf die Ghostbox. Wie heißt du? Irgendwas hat gerade auf meine Ghostbox reagiert, aber ich weiß, ich habe es nicht verstanden. Du musst was sagen. Ja, ich habe wieder nicht verstanden. Jetzt hast du dazwischen gesprochen. I will never talk to you, glaube ich, hat sie gesagt. Nein. Wo bist du? Lauf! Ich bin Fettsack! Ich bin ein Fettsack mit Fettarsch! Okay. Warte. Bewahr den Kopf, bewahr klaren Kopf. Wir sind gut, wir sind da. Wir leben. Wir haben eine Reaktion auf die Ghostbox, richtig? Oh ja, ich würde es schon sagen. Okay, das ist gut. Dann können wir das ja schon mal einhaken da, oder nicht? Aber warte mal, hätte das sich bei mir dann nicht automatisch abgehakt, wie bei dir gerade? Oh... Aber wir hatten doch, als wenn die auf einmal mit einem Countdown auf uns zukommt. Irgendwas ganz Dunkles.
Dann ist das der Raum. Da müssen wir da jetzt quasi unsere Untersuchungen drauf fokussieren. Mit dem fetten Bild, wo Magna draufsteht oder so. Ich glaube, wir sollten das nicht sagen. Können wir uns darauf einigen, dass wir diesen Namen nicht aussprechen, der da drin steht, Navey? Sollen wir erstmal Sanity gucken oder was machen wir jetzt? Habe ich jetzt die ganze Zeit nicht mit dir gesprochen? Achso, wenn ich im Journal bin, ja, hörst du mich nicht. Ja, das ist ja Quatsch. Deswegen ist halt Push-to-Talk ein bisschen low, Alter. Ich habe gesagt, wir müssen in diesen Raum, wo wir gerade waren, mit der Ghostbox halt, ne? Und bitte den Namen nicht aussprechen. Ich kann die Ghostbox. Soll ich die Staffelei oder das UV? Ja, warte, die Ghostbox, kann ich ja, die Ghostbox kann ich ja weglegen. Brauch die nicht mehr. Ja, dann willst du UV oder willst du die Staffelei? Ah, du hast die Staffelei schon, ja, dann nehme ich die UV. Wolltest du die ganze Zeit noch was mitnehmen? Nein, ich hab doch dieses Gerätdingen aufgestellt. Recht, ja. Okay, 70%, aber was machen wir mit der Sanity? Kriegen wir die irgendwie wieder hoch? Yo! Wir müssen ein bisschen chillen, die geht jetzt gerade. Ne, jetzt geht sie wieder weg. Okay, ich krieg sie doch nicht hoch. Also ohne Pillen können wir. Also wir müssen echt vorsichtig sein. Ich denke halt, dass es so einfach so ein bisschen so dieses typische Hin und Her ist, erstmal so ein bisschen spannend. Wir dürfen uns halt einfach nicht so viel Zeit lassen, glaube ich. Also gerade wenn wir keine Pillen haben. Wenn wir Pillen haben, ist es was anderes. Okay, dann gehen wir wieder dahin. Ja, das kann sein, das kann sein. Du gehst vor. Du hast mehr Sanity als ich. Ja. Die hat es geschafft, trotzdem dir mehr abzuziehen als mir? Holy naja, shit. Nein, hä? Ja, okay, du hast die ich Box gehabt. Ne? Ja, klar. Okay, Ruhe wieder, ja? Ja. Ich glaube, hier ist es egal, bei welchem Geist müssen wir das einfach so machen. Soll ich eher EMF oder UV? Ahnung. Das wird unser neues Game. Ich sag's euch. That will be our new game, yay! Also hier haben wir dauernd drei. Hm. Stell mal die Staffelei hin, ja? Mach das. Reicht denn das? Wie stell ich die hin? G gedrückt halten. Aber müsste ich jetzt hier nicht noch irgendwie was sehen an UV? Warte mal, ist gut. Es flackert keine. Es ist nur Verarsche. Wir werden Scam-Betrug gemacht. Okay. Was? Come to kill irgendwas. Vielleicht sollte ich das Ding wieder aufnehmen. Kann ich erkennen bisher. Vielleicht sollte ich das Ding wieder aufnehmen und nicht die ganze Zeit hier den manifestieren lassen, oder? Weil es genau. Ist alles gut? Ich glaube, es ist alles gut. Oh. Ah! Nein, es ist nicht! Nein. Ja, so viel dazu! So viel dazu! Nein! Junge, wir spielen auf easy! Was ist denn das, Alter? Ey, wir dürfen einfach nicht so viel reden. Ich glaube, das ist das Problem. Wir dürfen einfach nicht reden. Das ist so krass. Heilige Scheiße, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, das Enter. Ihr seid. Ja, ich weiß, das unterschätzt man halt komplett, weil bei Phasmo sagt man halt auch so, nicht reden, ne? Aber. So, dann ist es halt okay, aber wir reden. Also, wir. Ich würd sogar behaupten, wir reden gar nicht mal so übertrieben viel, aber es ist halt schon zu viel. Ach du Scheiße. Das Problem ist aber auch, dass wir halt auch alles triggern, ne? Ich glaube, sein komisches Manifestierungsding, was er da stehen hat, ist gar nicht mal so positiv. Ich meine, das können wir wahrscheinlich eher gebrauchen, wenn wir irgendwie. Wenn wir den Raum. Das war ich. Jetzt habe ich das auch gehört. Na toll. Ja, das war ich. Verkehrte Welt, ja. Der Praktikant ist der Fokuspunkt. Dinge, die ich nicht hören will. Es ist mega gut. Also wirklich. Wie gesagt, ladet euch die Demo runter, Leute. Demonologist. Auf Steam. Watch, Wishlist, alles. Everything. Put the fucking crazy, perfect, wonderful game on the wishlist, please.
dürfen einfach nicht diese ganzen Sachen triggern, glaube ich. Hab schon und schon gespielt, Pef. Ey, ihr habt echt nicht zu viel versprochen. Oh, oh. Es flackert. Es flackert, Navain, du solltest gehen. Du solltest ganz schnell weglaufen. Was ist denn jetzt los? Lauf! 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 Nein! 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 Was zum Teufel, Alter? Chat, macht mal Sue Dog Official oder Sue Alter, Alter. Official und dann Herzchen rein, bitte. Also ich glaube, die Leute haben hier einen richtig geilen Job gemacht bisher. Ey, das ist krass. Aber weißt du, was ich glaube, ich denke, ich glaube, wir reden wirklich übertrieben. Also wir reden für unsere Verhältnisse eigentlich gar nicht viel, wenn wir an Fastmo denken, aber wir reden trotzdem für die Spiel zu viel, weißt du? Ich glaube, das ist wirklich das Ding. Das kann sein, wir müssen, glaube ich, wirklich deutlich mehr die Klappe halten. Holy shit, Alter!